Herzlich willkommen im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Da wir Corona-bedingt gerade nicht öffnen können, dachten wir, wir zeigen einen kleinen Einblick in unsere Bienenausstellung, weil am 20. Mai Weltbienentag ist. Bienen fliegen einen 3-Kilometer-Radius an, um Nektar zu sammeln, also von ihrer Beute, also ihrer Wohnung aus. Und deshalb macht es Sinn, diese Beute und die Blüte möglichst nah ineinander zu bringen, weshalb mit Bienen oft gewandert wird. Heutzutage ist es so, dass man die Magazinbeute einfach auf einen Hänger stellt und dann mit dem Auto an eine geeignete Stelle fährt. Früher wanderte man mit solchen Bienenwegen. Dieser Bienenwagen stammt aus dem 20. Jahrhundert aus Liptingen. So ein Bienenwagen bot Platz für ca. 50 Völker und dem Imker und seine Gerätschaften. Das heißt, so ein Wagen war dann auch recht schwer und es musste sehr langsam damit gefahren werden, auch damit die Erschütterung die Bienen nicht zu sehr stresste. Gewandert wurde nachts, tagsüber durften die Bienen dann fliegen und bei Dämmerung kehren Bienen in ihre Beuten zurück, weil Bienen auch schlafen müssen. Das ist das Bienenhäuschen aus Eixheim, dieses Jahr unser Haus des Jahres. Direkt daneben fliegen auch unsere Museumsbienen. Und Bienenhäuschen sind ein deutsches Phänomen aus der Zeit um 1900, als man größtenteils noch Hinterbehandlungsbeuten verwendete. Hinterbehandlungsbeuten sind nicht witterungsbeständig, deshalb baute man immer festere Bienenstände, bis dann schließlich kleine Häuschen daraus wurden. Das Bienenhäuschen wurde 1933 von dem jungen Schreiner Hans Hengster gebaut. Lange hatte er leider keine Freude daran, denn er musste in den Krieg ziehen und kam auch nicht zurück. Seine Familie hielt das Häuschen in Ehren und bewirtschaftete es noch bis zur zweiten Generation. 1989 kam es dann ins Museum und wurde dort noch aktiv als Bienenunterkunft bewirtschaftet. Im Bienenhäuschen selber haben wir eine Glaswand eingezogen, damit man einen Blick auf die originalen Hinterbehandlungsbeuten werfen kann. Hinterbehandlungsbeuten kann man aufmachen wie eine Schranktür und dann kann man die Rähmchen mit dem Honig entnehmen. Die werden jetzt allerdings nicht mehr bewirtschaftet, weil sie den Bienen zu eng sind. In den drei Räumen unseres Schwarzwaldhofs haben wir auch einiges zum Thema Biene, Imkerei und Honig zusammengetragen. Hier im ersten Raum zum Beispiel die Werkbank mit ganz vielen Imkergeräten und Dingen, die der Imker für sein tägliches Geschäft braucht. Im zweiten Raum gibt es historische Beuten zu sehen, den Strohkorb zum Beispiel, den Lüneburger Stülper, den alemannischen Rumpf und die Entwicklung zur Magazinbeute. Und im dritten Raum haben wir einiges Kulturhistorisches zu Bienen zusammengetragen. Das war ein kurzer Einblick in die drei großen Stationen unserer Bienenausstellung. Und natürlich gibt es noch viel mehr Wissenswertes rund um die Biene zum Selbstentdecken und Mitmachen. Und wir freuen uns auf euch, wenn wir wieder aufmachen dürfen.